Liebe Sternfreundinnen und Sternfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Astronomieschule Oliver Debus. In diesem Video möchte ich erklären, wie man mit Hilfe der Drehbahn-Sternkarte einen Planeten finden kann. Zum Auffinden eines Planeten ist solch eine Drehbahn-Sternkarte, die hier einen Planetenzeiger hat, sehr sinnvoll, weil sie das Suchen und Auffinden des Planeten erheblich vereinfacht. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen die Angaben des Planeten, die sogenannten Koordinaten, zum Beispiel aus einem Himmelsjahrbuch, wie hier dem Kosmos-Himmelsjahr. Dort finden wir am Ende des Buches einen Teil mit den sogenannten Ephemeriden, das heißt mit den Koordinaten des Planeten oder aller Planeten. Dort finden wir dann die Koordinaten in Rektaszension und Deklination angegeben. Diese beiden Koordinaten sind vergleichbar mit den Koordinaten hier auf der Erde, wobei die Rektaszension der geografischen Länge entspricht und die Deklination der geografischen Breite. Für die visuelle Beobachtung langt es, wenn wir nur die Rektaszension berücksichtigen, denn wir können uns merken, dass die Planeten relativ nah an der sogenannten Ekliptik, der scheinbaren Sonnenbahn, auftreten und dieses angegeben als hier rötliche Linie, die durch die Sternbilder des Tierkreises führen. Was machen wir also? Wir gucken jetzt hier einmal in dem Himmelsjahr nach für den Planeten Jupiter und wollen zum Beispiel wissen, wo der Jupiter am 15. Mai am Sternhimmel zu finden ist. Wir schauen hier also in diesem Himmelsjahr nach den Koordinaten für den Jupiter für den 15. Mai nach und können in der entsprechenden Tabelle dann finden, hier die Angaben 9 Stunden und 8 Minuten. Wir lernen dabei, die Rektaszension wird immer in Stunden, Minuten und Sekunden angegeben. Jetzt nehmen wir unsere drehbare Sternkarte, nehmen den Planetenzeiger und suchen uns zunächst einmal die Rektaszension von 9 Stunden. Die finden wir hier. Stellen wir den Planetenzeiger also hier hin. Und gehen jetzt noch eine Kleinigkeit in Richtung 10 Stunden, das heißt in diese Richtung. So, jetzt nehmen wir uns die drehbare Sternkarte, drehen die etwas. Und jetzt verfolgen wir den Planetenzeiger, diese Skala, die Linie, die hier angegeben ist. Und gehen so lange, bis wir hier zum Schnittpunkt des Planetenzeigers mit der Ekliptik kommen. Und an dieser Stelle etwa steht dann der Planet Jupiter und wir sehen, er steht zwischen den Sternbildern Krebs und Löwe, ziemlich nah an dem Sternhaufen der Präsepe. Auf diese Art und Weise kann man jeden anderen Planeten oder auch Kometen und sonstiges mit einer drehbaren Sternkarte einstellen und finden. Das war's wieder von mir. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und meine Videos weiterempfehlen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video, Ihr Oliver Debus.